in der Nähe liegt ein riesiges Geldbündel. Wenn du nah genug rankommst, kann es Jon mit dem Helikopter abholen. Kann man immer gebrauchen. Falls du mal nicht weiter weißt, komm zum PNC und rede mit mir. Mir fällt schon was ein. Signal empfangen, Boss. Ich hol die Munition ab. Netter Fund. Das ist ein Kriegsgebiet da unten. Etwas zu heiß für mich. Okay, ich bin schon unterwegs. Ich habe auf deinem Radar etwas Munition für Luftangriffe markiert. Letztere sind allerdings teuer. Du solltest sie also mitnehmen, wenn du da draußen über sie stolperst. Markiere jetzt einfach die Munition, damit Jon sie zum PMC bringen kann. Das ist ein Kriegsgebiet da unten. Etwas zu heiß für mich. Hey, Jon, willst du dir ein bisschen Geld verdienen? Signal empfangen, Boss. Ich hol die Munition ab. Mit dem Helikopter kannst du die Benzinkanister bergen, die in Venezuela überall rumstehen. Den ersten habe ich eben auf deinem Radar markiert. Das mache ich ab jetzt immer, wenn ich in deiner Nähe Benzin entdecke. Jon sagt, dass das Gebiet heiß ist. Das kannst du laut sagen. Feigling. Thank you.
Diese Straße führt einmal um den ganzen See. Nach Westen geht es nach Maracaibo, nach Osten nach Caracas. Ich mache auch keinen Kratzer rein. Dahinter ist der Entdeckung! Kann man immer gebrauchen. Okay, ich bin schon unterwegs! Ah, ein feindlicher Panzer. Stehlen oder sprengen? Mehr Truppen schicken. Ein AK. Besser als nichts. AK-47. Sehr schön. Amazonas-Dschungels. Auf den Hauptstraßen hier ist nicht viel los. Aber wenn du die befestigten Straßen verlässt, stößt du auf allerlei VZ- und Guerilla-Aktivitäten. Kann man immer gebrauchen. Alles klar, Taxi ist unterwegs. Hey, Yuen, willst du dir ein bisschen Geld verdienen?
Alles klar, Taxi ist unterwegs. Das ist Guanare, oder was davon übrig ist. Kurz nach Solanos Machtübernahme hat die Armee die Stadt besetzt, den Großteil der Bewohner aus ihren Häusern und Geschäften gejagt und Guanare in eine Festung verwandelt. Das könnte die großartigste Stadt der Welt sein. Ich hoffe, das Ding ist bezahlt. Hey, Yuen, willst du dir ein bisschen Geld verdienen? Ich schicke Yuen gleich los. Wir sollten das Öl den Amerikanern verkaufen. Sind Sie Eva Navarro? Ich bin... Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind der Söldner, dem Solano in den Arsch geschossen hat. Ich dachte mir, dass Sie kommen. Solanos Schoßhund hat mir in den... Was soll das heißen, Sie dachten sich, dass ich komme? Sie sind allein. Sie brauchen Hilfe. Jemanden, der Ihren Fuhrpark repariert. Ich bin die beste Mechanikerin Venezuelas. Und zufällig hasse ich Carmona. Sie hassen Solano. Ist ziemlich offensichtlich. Sie hassen Carmona. Da sind Sie nicht die Einzige. Was hat er Ihnen angetan? Sie brauchen vermutlich einen Helikopterpiloten. Ich habe einen Helikopterpiloten. Was haben Sie gegen Carmona? Und einen Kampfpiloten, falls Sie Luftangriffe fliegen wollen. Und das wollen Sie sicher. Stimmt. Okay, Sie haben also was gegen Carmona. Soweit es mich betrifft, reicht das als Qualifikation. Wie wäre es, wenn Sie und ich... Nein, nur weil ich Carmona nicht mag, heißt das nicht, dass ich Söldnern helfe. Nein, Sie helfen nur sich selbst. Okay. Sie haben Zeit, sonst hätten Sie mich längst rausgeworfen. Sie kommen schon mit, aber erst muss ich was für Sie tun. Woher wissen Sie das? Tja, ich weiß so einiges. Na gut, versuchen wir's. Ich muss noch einen Job zu Ende bringen, bevor ich Ihnen mit Carmona helfen kann. Und Solano? Sicher. Ich baue ein Spezialfahrzeug für einen besonderen Kunden.
Ich brauche jemanden, der mir die Teile dafür besorgt und es anschließend testet. Auf Herz und Nieren. Können Sie das Ding nicht selbst testen? Ich will so wenig wie möglich mit dem Kunden und seinem Fahrzeug zu tun haben. Sie haben nicht viele Freunde, was? Und ich habe von einem Kampfpiloten gehört, der sich bei den Piraten versteckt. Könnte nützlich sein. Und wenn die Sache erledigt ist, kommen Sie mit? Vermutlich. Sie erinnern mich an mich. Okay, ich mach's. Okay, das Auto ist fertig. Steigen Sie ein und machen Sie eine kleine Testfahrt. Warum fahren Sie nicht selbst? Tja, nachdem der letzte Prototyp in Rauch aufgegangen ist, sehe ich mir das Ganze lieber aus meiner Werkstatt an.